Freunde, guten Morgen. Wir können mal wieder was zusammen tun, wenn ihr Lust habt und Zeit. So. Leinwand haben wir schon hier. Ist vorbereitet. So, dann unsere Farben. Holen wir uns das mal ein bisschen näher ran. Wichtig ist, dass alles einigermaßen gerade steht. So. Farben sucht ihr euch aus, was euch gefällt. Anmischen. Könnt ihr das mit einem purigen Medium eurer Wahl. Und nun wünsche ich euch viel Spaß. Das sind vier kontrastreiche Farben. Schön ins Zentrum poren, möglichst. Bild sollte relativ gerade stehen. So. Die Ecken ruhig mit einbeziehen.
Das ist ja immer unser wichtiges Unterfangen, dass die Ecken auch mal was abkriegen. Schon wieder angemalt. So ein bisschen. Heute Nachmittag soll es ja stürmen. Bis 110 km/h. Da kann man ja echt zu viel kriegen. Umso schöner ist es dann, wenn man mal so ein gute Laune-Bällchen machen kann. Ne? Das macht dann richtig Spaß. Nicht in jedes Fleckchen, das ihr hier gießt, muss zwingend dieselbe Farbe rein, in derselben Reihenfolge. Das schafft natürlich eine gewisse Ordnung, aber auch eine Langweiligkeit, also Farbe liegt schon wieder nach, deswegen zügig arbeiten. Okay. Und so langsam bekommt unser Paddelpoor ein Gesicht. Das sollte nicht passieren, bitte aufpassen. Dass er nicht so in die Flecken reintropft. Das ist unschön. So ein bisschen gucken, was für Farben da passen. Und dann haben wir unsere Farben so ein bisschen. Ach, das war ja übelst. Übelst, übelst, übelst hier. Gut. So, vielleicht sollte ich mal was zum Thema Ehrgeiz sagen. Für alle Leute, die bei mir zugucken, ist ja unangebracht. Wir machen das hier, um Spaß zu haben, um Freude zu haben. Und
Ja. Darum mache ich das hier. Ich möchte irgendwie Spaß selber haben und Spaß verbreiten. Und ich hoffe, das gelingt mir. Wenn nicht, höre ich damit sofort auf. Also. Ich war in Facebook auf einer so schrecklichen Gruppe, ja, habe mir eine Gruppe angeguckt, die war so schrecklich, so gruselig drauf. Da wurde also überhaupt nicht mehr irgendwie Spaß gehabt, sondern nur noch, ja, du musst das nehmen, du musst das so machen, du musst das machen, du musst das machen. Es war auch kein Freiraum mehr für den Einzelnen. Ich habe da solche Erstickungskrämpfe gekriegt, dass ich gleich abgehauen bin wieder. Ich kann nur sagen, das soll Spaß machen. Das soll Spaß machen, das soll Erholung bringen, das soll ein Ausgleich sein für eure stressige Arbeit vielleicht oder einfach nur, dass ihr euch mal anders ausdrucken könnt. Und ich hoffe einfach, ja, ich hoffe und wünsche mir einfach für euch, dass ihr euch das ein Stück weit erhaltet und nicht dazu übergeht, so zu verfahren, wie ihr in eurem Berufsleben vielleicht verfahrt oder ja, in anderen Bereichen, dass ihr vom Ehrgeiz gequält seid, dieses oder jenes hinzukriegen zu müssen. Alles ist nur noch Gewohnheit und automatisiert und irgendwie, ja, jetzt muss ich da wieder abräumen und die Ausstellung gewinnen und was weiß ich alles. Macht doch mal ein einziges Bild nur für euch selber. Einfach nur ein einziges Bild. Und das hängt ihr euch aufs stille Kämmerlein. Und das ist nur euers. Dann versteht ihr mich vielleicht. Ich will hier niemanden kritisieren oder sowas. Mir liegt mir völlig fern. Das ist mir so aufgefallen, ja. Auch was teilweise für Mails kamen, die waren teilweise halt auch sehr ehrgeizig und ambitioniert, irgendwas so zu machen, wie es gehört oder wie es sein muss oder so, ja. Und das gibt es eben nicht. Es ist alles erlaubt, was Spaß und Freude macht. Denkt da bitte dran. Und lasst euch das nicht kaputt machen. Von nichts, von niemand. Das muss wirklich ein Ausgleich sein für eure ja, stressige für eure stressige Welt da draußen. Gut. Ihr habt eure Kleckse verteilt, eure Puzzles gesetzt. Ich wasche eben schnell meine Hände ab, damit ich hier nicht unnötig Farbe rumschmiere. Ihr könnt euch vorstellen, was jetzt kommt. Man paddelt wild rum und dann ist alles versaut. Nee, das machen wir jetzt mal nicht. Also ich habe das jedenfalls nicht vor. Ich finde diese Zickzack-Dinger oder das mit Gabel durchgehackte, das finde ich jetzt nicht so furchtbar toll. Erinnert mich einfach daran, wie in den 60er Jahren die Butter verziert wurde. Nee, da stehe ich nicht drauf. Ich möchte jetzt mal gucken. Luftbläschen hier raus mache.
Figur abtorchen. Luftbläschen wegmachen. So. Und wenn ich bewege, dann noch ganz langsam. Ganz, 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 ganz langsam. Das, was mir nicht so gefällt, das gucke ich mir auch an, ne? Okay. Wie ulkig. Was für ulkige Sachen ich hier finde. Klasse, klasse, klasse. Hier, guckt euch das mal an. Echt geil. Farbe rauf und die nehmen wir gleich wieder runter. Spielt jetzt gar keine Rolle. Ich will jetzt einfach nur, dass hier Farbe ist. Und diese Farbe kann man dann gleich schön laufen lassen nochmal. Ihr seht, es poppen Zellen auf. So langsam kommt Bewegung rein. So. Ja, schön, schön, schön. Grundsätzlich möchte ich keinen Zickzack-Kurs im Sinne von völlig zerrupftes Bild oder so. In keinster Weise möchte ich das. Nee, nee. Guck mir jetzt genau an, was ich hier mache, dass die Paddels noch erhalten bleiben in gewisser Hinsicht. Ja. So. Okay. Hier habe ich blau, das kann auf die Ecke noch mal ein bisschen. Ecken gut einkleiden. Hier ist noch ein bisschen blau. So, ich hoffe, ihr seht, was hier so abgeht. Ich muss einmal Hände waschen, ganz schnell. Ich gebe dem Bild ruhig Zeit, sich zu entwickeln. Ohne das Bild hin und her zu schaukeln. Das wäre schade. Ich schmeiß jetzt nochmal. Das Gas an. Hier entstehen Zellen. Blau ist, da passiert ganz gut was. Und so.
So. Und wir lassen das langsam laufen. Noch ein bisschen zurück. Und nichts kaputt machen. Gucken wir uns das immer an, was wir hier tun. Jetzt geht mal ein bisschen blau an den Rand. Das ist ganz gut. Hier entstehen jetzt überall Zellen, hier unten auch. Das Blau ist echt aktiv. Okay. Jetzt geht es mal ein bisschen über die Ecke hier. Bisschen weg. Hauptsache das, was ihr macht, macht ihr langsam. Und schaut, was dabei passiert. Das ist wichtig. Ja. Wenn ihr irgendwas nicht so mögt oder weghaben wollt, dann macht ihr es halt weg. Immer dran denken, ihr könnt so Zellen generieren, schöne Zellen generieren. Auch dafür habt ihr Zeit. Ihr müsst, wenn ihr das Abgießen macht, ja, da könnt ihr euch Zeit lassen. Schaut euch mal die meisten Paddelpurs an. Und da werdet ihr sehen, da sind kaum Zellen oder in den seltensten Fällen Zellen. Wenn ihr euch dann fragt, ja, warum liegt denn das? Das liegt daran, dass man, wenn man sowas macht, dem Ganzen Zeit geben muss, sich zu entwickeln. Und es sind auch Stellen, die ich ganz, ganz toll finde. So. Geht anscheinend draußen der Sturm los. Das ist ja furchtbar. Das ist wirklich schrecklich. Diese Wetterextreme. So, da sind durchaus sehr lustige Sachen entstanden. Ich wasche jetzt nochmal meine Hände. Thank you.
So. Und jetzt haben wir hier also Dinge, die einfach abgefahren und spacig aussehen und Dinge, die ja irgendwo schon so sagen wir mal so, diese Bereiche finde ich zum Beispiel total irre. Ja? So, jetzt möchte ich aber hier noch mal ein bisschen was machen. Und zwar rühre ich mir jetzt noch mal ein Weiß an. Ein Weiß, das ein bisschen gut fließt und das ich mit ein bisschen Liquitex irisierend vermische. Weil ich finde, dem Ganzen könnte ein bisschen Metallic Look gut tun. Und dann möchte ich da drunter mischen. Liquitex, Pouring Medium. So, mehr möchte ich auch gar nicht heute zum Anmischen erzählen. Weil ihr könnt die Medien benutzen und das Zeug, was euch gefällt. Und ich gebe hier einfach nur mal nette Anregungen, wie man es machen könnte. Aber nicht, wie man es machen muss. Da habe ich gar keinen Nerv drauf. So. Das Wichtigste. Silikon. Gut. 1, 2, 3. Das ist irgendwie, finde ich das ganz schön, wenn das hier nochmal einen anderen Verlauf nehmen würde. Als es tut und ja, durch noch mal ein bisschen Metallic drin, dass wir da vielleicht noch mal eine andere Schiene kriegen. So, jawohl. Und dieses Blau, den möchte ich auch hoch. Auch noch mal was mitmachen. So, Spatel. Da haben wir ein. Ihr fragt mich, warum macht sie das denn jetzt? Ja, das mache ich, weil ich da Bock drauf habe. So. Das läuft ja auch gleich noch mal ein bisschen alles. Ich möchte für mich ein paar Sachen herausbekommen. Und zwar, wie ich jetzt zum Beispiel sehe, wenn das Silikon, wenn ich das Silikon in dieser Technik verarbeite, wie ich das mit den Zellen verhält, mit der Zellbildung verhält, ja, also so. Jetzt ist es auch ganz lustig, dass da so Artefakte sind in der Mitte. Ich mag das sehr gerne, dass das so ein bisschen, dass da das Runde nochmal wiederkommt und das möchte ich gerne hier auch. Hier möchte ich das auch gerne machen.
Okay. Und da werde ich auch das Medicine nehmen hier und da hineintropfen. So. Das kann man hier mit dem Blau auch noch mal machen. Spachtel nehmen. So. Jetzt sollte ich noch mal ein bisschen was machen. Naja, das sieht schon sehr lustig aus, muss ich sagen. Den Blau noch mal ein ganz kleines bisschen. Also ihr könnt machen, wie ihr wollt. Und ihr könnt das weiter verarbeiten, wie ihr wollt. Und ihr könnt, wenn ihr der Meinung seid, das ist noch nicht so, wie ihr das gerne hättet, ja, dann macht ihr halt noch ein bisschen weiter. Wo ist das Problem? Es geht ja nicht darum, dass das so aussieht wie bei Fritzchen Müller, sondern es geht darum, dass das so aussieht, dass es euch gefällt. Und wenn es euch nicht gefällt oder noch nicht gefällt oder ihr Spaß dran habt, ihr müsst doch auch mal Spaß dran haben, was selber auszuprobieren. So, finde ich jedenfalls. Und deswegen gebe ich auch sehr gerne Anregungen. Weil vorkauen möchte ich hier nichts. Das ist so. Ich möchte nichts vorkauen. Und so. Gut. So. Gut. Man möchte ja auch was anderes machen, was andere noch nicht haben. Oder man möchte irgendwas machen, was einem selber so als Idee im Kopf rumschwirrt. Ja. Und bisher habe ich hier immer alles so meine Rezepte und alles immer hinterlegt und irgendwie muss ich mal gucken, wie sich das jetzt so entwickelt, ob ich das noch so weitermache oder nicht. Weil ich der Meinung bin, ich wollte eigentlich nur den Startschuss geben für etwas Kreatives und seht, hier gibt es schöne Zellen innen drin. Ja, das ist ganz wichtig. Die Zellen werden einzig und allein durch Silikon gemacht, durch nichts anderes. Und einfach so. Ich habe jetzt ein Paddelpor gemacht, mich jetzt nicht damit zufrieden gegeben, das im Zickzack wie wild abzugießen,
sondern ich möchte daraus weiter etwas machen, was mir gefällt. Und dahingehend arbeiten, dass ich ein Resultat bekomme, das mir gefällt. So, und das. Wenn man das dann schafft, das macht einen dann glücklich. Gut. Ja, das gefällt mir schon sehr. Das hat so ein bisschen was anderes als vorher. Ich habe jetzt auch ganz bewusst nicht überall dasselbe benutzt, dasselbe gemacht, dasselbe. Weiß ich auch nicht. Also immer mal Silikon wieder verwendet in der Grundfarbe, damit das reagiert. Denn das Silikon reagiert. Und so. Seht, lustige Effekte. Das war wieder mal so etwas, was ich mir ausgedacht habe. Übermorgen findet sich es überall, aber es ist egal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Nehmt die Farben, die euch Freude machen, die euch Spaß machen, die ihr gerne nehmen möchtet. Und dann genießt es einfach, euren Tag zu verschönern durch kreativ sein. So. Und das ist irgendwie, das Gelb muss da noch mal sein. Jawohl, ansonsten möchte ich das Gelb hier nirgendwo anders unterbringen. Und ich möchte das einfach so trocknen lassen, ohne, ja, ohne das noch mal. Vielleicht torche ich das mal ab, aber ich möchte es nicht bewegen. Das heißt, ich werde es einfach so liegen lassen. So. Kleinstellen. Und das werde ich nicht rosten, sondern nur so ein bisschen anregen. Jawohl. Aber unser Silikon hat hier schon schön gearbeitet. Luftblasen sind alle weg. Mhm. Jetzt sehe ich wieder was mir schon aufgefallen ist. Das Torchen, also dieses Erhitzen, trägt dazu bei, dass teilweise Formen, die rund sind, hinterher eckig werden. Vorsichtig also, wenn euch das nicht gefällt und ihr das wirklich so haben wollt, dass es rund bleibt, seid vorsichtig mit Hitze. Das Silikon mag das nicht so gerne. Also wenn ihr das wenn ihr es rund haben wollt, dann lasst es rund und ja. Es muss auch nicht alles erhitzt werden. Gut.
sieht ulkig aus, sehr ulkig. Ich hoffe, dass das hier noch ein bisschen rein diffundiert. Ich mag das. So, wie gesagt, benutzt eure Lieblingsfarben, nehmt euer Medium, was ihr auch immer nehmen möchtet. Ich will euch da gar nicht reinreden. Und dann ja, hoffe ich, dass nicht zu viele Bäume umkippen. Bleibt zu Hause, wenn ihr könnt, dass euch nichts auf den Kopf fällt. Ja, und wünsche euch einen schönen Nachmittag. Ihr seht, so kann man auch mal ein ganz anderes Paddelpour machen. Ich hole euch dann mal an. So, in diesem Sinne.